Moin, liebe Videospielfreunde, mein Name ist Dave Tenjensen, ich bin vom Gamepad Empire und das hier ist das Let's Play Game Dev Tycoon, in dem ihr eure Spielevorschläge in die Kommentare posten könnt, damit wir sie in-game umsetzen. So, ich würde sagen, wir starten direkt, bevor unsere Leute wieder in den Urlaub wollen, mit einem neuen Spiel in die Folge. Das Spiel wurde vorgeschlagen von den GF. Wie wäre es mit einem Spiel mit dem Thema Horror, Genre, Rollenspiel, Action? Und ein großes Spiel. Nur für Erwachsene. Für die drei Hauptkonsolen und der Name The Light in the Darkness. Betrayal and Trust. Betrayal and Trust. Wird das so geschrieben? Ich vertraue dir da jetzt einfach mal. Wenn da jetzt ein Rechtschreibfehler drin ist, bin ich nicht dran schuld, nur um das mal gesagt zu haben. Story und Quest sind dabei wichtig. Gameplay, okay, das machen wir dann, wenn wir in der Entwicklungsphase sind. Nochmal ganz kurz, Story und Quest sind dabei wichtig. Gameplay und Engine ungefähr auf derselben Länge. Dialoge sind sehr wichtig, aber nicht so wichtig wie die KI. Etwa bei einem Dreiviertel sollte das Leveldesign liegen. Spielweltdesign ist hier sehr wichtig und etwas vernachlässigen kann man die Grafik, kann Grafik werden. Sound ist nicht sehr wichtig. Mal sehen, wie das Spiel wird. Und sorry für die Wortwiederholung, das ist kein Problem. So, versuchen wir das Ganze mal umzusetzen. Und wie gesagt, sollte ein Fehler in den Worten liegen, dann bin ich nicht dafür verantwortlich. The Light in the Darkness. Doppelpunkt. Betrayal. And passt nicht. Ich habe mich eh verschrieben, aber es passt nicht. Wir lassen dann einfach The Light in the Darkness. Wir machen das Spiel groß wie gewollt. Es ist nur für Erwachsene. Thema ist Horror. Horrorspiele haben wir schon, glaube ich, in ein Weilchen nicht mehr gemacht. Horror. Ha, 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 ha. Warum ist das auch nicht nach Buchstaben geordnet, ne? Horror. Ihr seht das bestimmt wieder. Schreibt dann wütend in die Kommentare. Mein Gott, wie doof kann man sein und das nicht sehen? Und ich bin hier total hilflos. Rollenspiel-Action. Das Spiel soll für die drei Hauptkonsolen rauskommen. Ich habe ja schon gesagt, die Arcadia zählt für mich als Hauptkonsole jetzt mit. Die werden wir auf jeden Fall mitpushen. Ansonsten bringen wir es für die Mbox, Next und das PlaySystem 5 raus. Mit unserer Empire Engine 08. Und starten die Entwicklung. So. Also. Wenn André Lamour ist Engine-Profi, ne? Emily Sims ist Story Quest. Also brauchen wir eigentlich niemanden, der Gameplay macht. Vielleicht machen wir da jemand anders. Also nicht. Vielleicht lassen wir den. War das Tony, glaube ich? Nicht Gameplay machen, sondern lassen den was anderes machen. Es war der Logan, glaube ich, ne? Ich glaube, der Logan war das. Den lassen wir dann nicht Gameplay machen, sondern was anderes vielleicht. Das schauen wir mal. Also erstmal sagte ja der gute GF, wir sollen Gameplay und Engine ungefähr auf derselben Länge. Ne, Story und Quest sind dabei wichtig. Story und Quest ist dabei wichtig. Gameplay und Engine ungefähr auf dieselbe Länge. Machen wir es auf halb. So. Okay. Das ist der erste Modus. Wir machen erweiterte Physik rein und das Online-Spiel, ein Horror-Online-Spiel, macht vielleicht auch gar nicht so. Macht vielleicht noch mehr Spaß. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Satz beenden wollte, den ich gerade angefangen habe. Und Visorius-Unterstützung, was auch immer es ist, gerne von mir aus auch. So. Schmeißen wir dann mal um uns. Story Quest kriegen wir natürlich direkt einen Boost. Engine machen wir direkt einen Boost. So. Wenn die Emma und der Peter Polinox theoretisch im... Was ist das? Für eine Leiste. Sag mir nicht, dass du in den Urlaub willst. Bist du... Warum ist deine Leiste jetzt... Alter. Das ist nicht wahr, ne? Wo kam diese Leiste her? Die war doch eben nicht da, oder bin ich blind? Unglaublich. So, für diesen Bereich haben wir mich im Level-Design. Wir haben die Emma, die soll künstliche Intelligenz machen.
Und Dialoge haben wir niemanden momentan. Wir, also einen müssen wir doch bald besser. Also ein, bei einer Entwicklungsphase haben wir Platz für 3 Leute. Das heißt, theoretisch könnten wir den Peter Polinox in Dialoge reinsetzen. Ich erkläre euch später vielleicht auch nochmal, warum, sobald wir das Bild wiedersehen. Wenn der Peter Polinox die Dialoge machen würde. Wir lassen ihn mal einfach so rein. So. Dann, ich erkläre euch das am besten gleich, sobald das Bild hier weg ist. So, ich gucke gerade nochmal in den Kommentar rein. Dialoge sind sehr wichtig, aber nicht so wichtig wie die KI. Und etwa ein Dreiviertel sollte Level-Design liegen. Dreiviertel Level-Design. So. Ja? Okay. Genau. Also pushen müssen wir Peter, Dave, Emma. So. Es wäre schön, wenn Peter auch im Urlaub... Nee, oh, fuck. Sorry. Wirklich, sorry. Oh, war das doof. Nein, ich möchte kein Interview geben. So, ich erkläre euch jetzt ganz kurz, was meine Idee war, warum ich Peter Polinox Dialoge machen lasse. Dann haben wir hier nämlich André Lamont und Emily Sims in der ersten Entwicklungsphase. Wir haben dann Emma Wilkins und Peter Polinox in der zweiten Entwicklungsphase. Und wir können dann Tony Rodriguez und wie hieß er, Logan Hampton in der dritten Entwicklungsphase setzen und hätten die dann quasi perfekt auch sitzen. Wenn das funktioniert, schauen wir mal. Oh, ich habe Peter Polinox natürlich eine wichtige Aufgabe gegeben und schicke ihn in den Urlaub vorher. Oh, ich bin richtig gut heute wieder. Tut mir leid, GF. Tut mir echt leid. Wir machen großes Marketing trotzdem. Krass. Wie sehr man das verhauen kann wieder, ne? Oh Mann, ey. Wenn man nicht ganz bei der Sache ist. So, die dritte Entwicklungsphase ist Spielwertdesign, Grafik und Sound. Grafik ist, glaube ich, etwas, wofür man sowohl Design als auch Programmierung brauchte. Das trifft sich gut. Sound ist, glaube ich, ein Technikding. Das kann auch der Logan, glaube ich, machen. Spielwertdesign wäre dann nichts. So, was war die letzte Entwicklungsphase? Spielwertdesign ist sehr wichtig und etwas nachträglich kann die Grafik werden. Grafik ist vernachlässigt, Spielwertdesign ist sehr wichtig. Sound ist nicht sehr wichtig. Etwas vernachlässigt, Sound nicht sehr wichtig. So. Ja? Ja. So, aber irgendwer muss die Grafik übernehmen. Das machen wir mal kurz mit Logan. Und okay. Oh, und der Peter Polinox, der ist einfach die ganze Zeit im Urlaub, weil der Penner die Leiste nicht gezeigt hat oder ich sie nicht gesehen habe. Crap. Hallo Peter, wie geht's dir so aus deinem Urlaub? Jetzt deine Aufgabe ist gar nicht gelöst. Ist das scheiße? Ja, ist scheiße, ne? Der Markt hat sich normalisiert, wir haben keine Trends mehr. Oh, ist das ärgerlich, ne? So ein Mist passiert. Es ist, ärgert mich gerade innerlich echt tierisch. So, machen wir noch Bugfixing. Kein Hype entstanden. Die Emma will in Urlaub, der Tony will in Urlaub. Können wir den jetzt auch nicht mehr verübeln. Nach diesem Ganzen, was jetzt gerade passiert ist, wäre ich auch gerne im Urlaub. Leider kann ich mich selbst nicht in den Urlaub schicken. Naja, was soll's. So. Bugfixing. Gleich sind alle Bugs raus und dann schmeißen wir das Spiel auf den Markt und ich sehe schon, komm, wir haben das total versaut. Chef, wir haben die Organisation unserer eigenen Spielmesse abgeschlossen. Super. Das heißt, bald werden wir unsere eigene Spielmesse starten. In 4 Wochen nämlich. Und jetzt schmeißen wir The Light in the Dark auf den Markt. Und schauen mal, hat irgendwer ein Level abgekriegt? Logan Hampton, Tony Rodriguez, das ist gut. Die können den gebrauchen. Das Geld hätte ich trotzdem gerne lieber selber behalten. Jetzt bin ich gespannt über die Kritiken. 5 macht teilweise Spaß von der Stargames. 5 erfüllt die Erwartung nicht ganz von Inform Gamer. 5, hab schon Besseres gesehen von der Game Hero. Arschloch 4,
die Technologie entspricht nicht dem Stand der Technik. Von All Games. Ja, ist leider echt schief gelaufen gerade. Du gehst in den Urlaub und du machst zur Strafe, Peter, den Spielbericht. Du gehst auch in den Urlaub und wenn du dann wieder da bist, dann schmeißen wir nochmal ein nächstes Spiel. Ich schaue gerade nebenbei, was wir nutzen können. Es haben richtig viele Leute nach... Also, der Peter Polinox hat vor allem richtig viele MMOs gepostet, die ich natürlich jetzt nicht alle nutzen kann jetzt auf einmal. MMOs sind jetzt schwierig. Wie gesagt, die machen unglaublich viel Arbeit. Ich habe hier gerade was ganz Gutes. So, wir haben mit 2,4 Millionen Besucher auf unserer Spielemesse handhaben müssen. Wir hatten halt 2,4 Millionen Leute auf unserer Messe. Ist das nicht geil? Also ich meine, so eine Riesenmesse ist schon echt cool. So. The Light in the Darkness wird trotzdem ordentlich verkauft. Die Arcadia macht trotzdem richtig Umsatz. Immerhin. Hätte uns schlimmer treffen können. Horror, Rollenspiel, Action ist eine gute Kombination. Gameplay scheint sehr wichtig zu sein. Plattform, Genreübereinstimmung. Mbox Next und Rollenspiel ist eine gute Plattform. Zielgruppenbeeinstellung, Arcadia und Erwachsenen ist auch eine gute. Okay, also schön. So, Peter Polinox. Was haben wir gesagt, sollst du noch gleich machen stattdessen? Ich glaube, Dialoge, ne? Da brauchst du 810 Design für. Das heißt, wir müssen dich auf jeden Fall noch mal ein bisschen in Design pushen. Und dann haben wir für die zweite Entwicklungsphase auch genug Leute. Und ihr beide, was war das noch gleich? Ihr sollt dann... Sound ist ein Mix, genau, das ist gut. Und was war das noch? Was waren das noch? Spielwertdesign. Ist, glaube ich, auch in der letzten Entwicklungsphase gewesen, nicht wahr? Wäre auch ideal. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Was, Sound und Spielwertdesign? Ich glaube schon, das sehen wir gleich. Du brauchst auf jeden Fall für Sound 540 Design und 360 Technologie. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen noch Design üben, sollte das kein Problem mehr sein. Und Tony? Den können wir noch nicht angucken oben. Dann trainieren wir dich jetzt auch einfach noch mal ein bisschen im Design. Und wenn ihr damit durch seid, werden wir... Ach komm, dann macht die Emily macht noch eine Forschung. Hier realistische Körpersprache können wir uns gerade leisten. Raus damit. Dann haben wir noch 60. Ich glaube, damit können wir nichts mehr erforschen. So wenig Forschungspunkte. Oh, doch. Aber da haben wir schon Besseres. Das wäre verschwendet. Minispiele. Komm, hauen wir jetzt Minispiele noch raus. Dann können wir die auch einbauen in der nächsten Engine, die wir dann irgendwann mal entwickeln werden. Die machen wir jetzt natürlich nicht sofort. Wir haben ja letzte Folge quasi erst eine Engine erstellt. So, fertiggestellt Minispiele. Fertiggestellt. Na? Realistische Körpersprache. Wir entwickeln ein neues Spiel, vorgeschlagen vom Peter Graue. Ein mittelgroßes Krankenhaus-Simulationsspiel namens Dr. Death. Für alle Altersgruppen. Man muss ein Krankenhaus aufbauen und versuchen, es zum Erfolg zu bringen. Der Anfang wird schwer, da der Name des Chefarztes die meisten Menschen abschreckt. Wer will schon zu einem Arzt namens Dr. Death? Arcadia exklusiv, wir müssen sie groß machen. Das ist vollkommen richtig. Ja, okay, wir machen das so, genau. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich gerade über dich hinwegsetzen und sagen, ich mach großes Spiel. Mach mal ein mittelgroßes Spiel, ist okay. Dr. Death ist Arcadia exklusiv, ist für alle Altersgruppen, Thema ist Krankenhaus. Wo haben wir denn hier? Krankenhaus, ein Simulationsspiel. Plattform ist die Arcadia und das ist exklusiv. Wir benutzen unsere neueste Engine, die 08er. Und starten das Spiel. So,
Gameplay ist offensichtlich sehr wichtig, Storyquest nicht ganz so wichtig und die Engine ist ziemlich wichtig. Machen wir mal so. Mehrspielermodus. Ah, Online-Spiel kappt Mehrspielermodus. Das finde ich dämlich. Also ich hätte schon gerne den Mehrspielermodus trotzdem, weißt du? Ach, na gut. Wir tun einfach mal so, als wäre das Online-Spiel zusätzlich zu dem Mehrspielermodus. Also, na, ihr wisst schon. Macht keinen echten... Egal. Ich finde sowas echt doof, dass das Online jetzt den normalen lokalen Mehrspieler quasi ja, ersetzen soll. Sehe ich einfach nicht so ein. So, wir machen ein bisschen Marketing. Wir machen auch eine große Kampagne dafür. Künstliche Intelligenz, Dialoge ist scheinbar nicht so wichtig. Leveldesign ist so ein bisschen wichtig. So. Das heißt, sie müssen wir boosten. Mich müssen wir boosten. Bugs, oh nein. Es scheint so, als hätte das Spiel The Light in the Darkness bei seiner Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns einen Patch für das Spiel. Wir können entweder Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln, oder ihre Bitten ignorieren. Wenn du einen Patch für das Spiel entwickeln willst, klicke einen Mitarbeiter an und benutze das Aktionsmenü, um den Patch zu entwickeln. Aber warte nicht zu lange. Ja, komm, hier. André Lamont ist ja quasi durch. Das heißt, du kannst den Patch entwickeln. Als nächstes müssen Logan und Tony herhalten für die letzte Entwicklungsphase. Schauen wir gerade nochmal, was wer jetzt machen könnte. Tony und Logan. Tony Spielweltdesign, das macht Sinn. Und Logan macht dann den Sound. Grafik könnten wir theoretisch auch machen. Aber ich würde sagen, Logan macht den Sound. Und Tony vielleicht den Spielweltdesign. Also auf jeden Fall Grafik, Spielweltdesign, Sound. Mal kurz merken, bitte. So, das brauchen wir nicht. So. Da schauen wir dann gleich mal rein. Oh, wir kümmern uns einfach darum, wenn es soweit ist. Dann ist das jetzt gerade so kommen. Ich habe das eh in der nächsten Folge wieder vergessen. Wir kennen das ja, das Problem. Game with Ember hat kürzlich einen dringend notwendigen Patch für The Light of the Darkness veröffentlicht. Ein Fan sagte, ich liebe Firmen wie Game with Empire, sie wollen ihre Kunden nicht einfach das Geld aus der Tasche ziehen, sondern verstehen auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unsere Spiele auch wirklich genießen können. Oh. So, du gehst jetzt direkt in den Urlaub, du Penner. Du blöder Peter Polinox Penner. So ein Sausack, ne? Das werde ich dir nie verzeihen, Peter. Du wirst jetzt immer derjenige sein, der in den Urlaub geht, wenn die Arbeit ansteht. Ich habe einen Bug drin gelassen. Ich hoffe, der wird nicht entdeckt. So, Spieldesign haben wir einen Levelaufstieg hingelegt. Und das war's. Emma. Ah, okay. Spielbewertung. Schauen wir mal. Dr. Death hat eine Wertung. 8. Ich liebe es von der Stargames. 7. Unterhaltsam von der Inform Gamer. 9 Simulationsspiele funktionieren gut auf der Arcadia von der Game Hero und 8 sehr unterhaltsam von der All Games. Diesmal lief das echt gut. Trotzdem machen wir immer noch rapide Miese. Das liegt einfach daran, dass die Arcadia alleine einfach nicht ausreicht. So, trainieren wir mal. Du bräuchtest für künstliche Intelligenz, was du ja machen sollst, 180 Design, 720 Technologie. Technologie hast du mit Muss. Du brauchst aber auch 200 Forschungspunkte, also okay. Wir machen erstmal Designkurs für dich. Und für Peter Polinox, der ja letztendlich nicht forschen, sondern trainieren, der dann letztendlich Dialoge machen soll. Der braucht noch ein bisschen Design. Auch das kriegst du noch hin. Die Emily wird einen Spielbericht machen. Und der Logan trainiert. Leveldesign geht schon. Das ist doch das, was ich quasi habe, ne? Ja. Du machst dir dann letztendlich Sound wahrscheinlich oder Grafik. Oder Spielwertdesign. Das sind die drei letzten, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich so
Das sind, glaube ich, in der ersten Entwicklungsphase, das ist in der zweiten Entwicklungsphase und das ist in der dritten. Spielweltdesign, 450 Design, 360 Technologie, 450, 450. Wir lassen dich eins von denen hier machen, auf jeden Fall Sound, glaube ich. Ich glaube, wir lassen dich Sound machen. Wobei ich Sound unglaublich mehr in die Technologie einstufen würde als in, weiß ich nicht. Spielwertdesign macht dann Kollege gegenüber. Und du machst Sound. Von mir aus. Vielleicht machen, lassen wir dich auch Grafik machen, das schauen wir dann. Auf jeden Fall musst du so oder so ein bisschen mehr Design lernen. Und du brauchst noch beides. ich würde mal sagen, du lernst auch ein bisschen Technologie erstmal, ne? Und dann würde ich sagen, ich zeige euch nochmal die Themen, die wir haben. Das ist alternative Geschichte, Gesetz, Transport, Romantik, Ninja, Tanz, Mystery, Stadt, Superhelden, Aliens, Virtuales, Hauptjahr, Zeitreise, Comedy, Postapokalyptisch, Horror, Gefängnis, Evolution, Cypher, Game Dev, Weltraum, Flugzeug, Hacking, Rhythmus, Film, Werwolf, Fantasy, Krankenhaus, Rennsport, Jagd, Mode, Musik, Piraten, Cyberpunk, Kampfsport, Chirurgie, Vampir, Regierung, UFO, Geschichte, Wilder Westen, Detektiv, Zombies, Mittelalter, Wirtschaft, Sport, Vokabular, Leben, Militär, Schule, Spion und Dungeon. Dazu schreibt mir bitte eure Spielevorschläge in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn und tschö!